Rosen für all jene, die an dieser Mauer ihren Wunsch nach Freiheit mit dem Leben bezahlen mussten. Allein in Berlin kamen mehr als 130 Menschen an der Grenze, die über ein Vierteljahrhundert mitten durch die Stadt verlief, ums Leben. Die Trauer um die Opfer, auch das ist ein Teil des 9. November. Vor allem aber ist er ein Tag der Freude. 25 Jahre nach dem Mauerfall herrscht in Berlin Volksfeststimmung, selbst im ehemaligen Todesstreifen. Selfies mit der Kanzlerin. Angela Merkel gibt sich im Gespräch mit den Bürgern gelöst. Okay. Ich danke Ihnen, Frau Merkel. Guten Morgen. Guten Morgen. Anschließend Gottesdienst in der Kapelle der Versöhnung, mitten auf dem ehemaligen Grenzstreifen. Hier stand einst die alte Versöhnungskirche. Die SED-Machthaber ließen sie 1985 sprengen. Zu Fuß geht es anschließend zur zentralen Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße. Hier erinnert die Bundeskanzlerin, selbst in der DDR aufgewachsen, an die ermutigende Botschaft des 9. November. Es ist eine Botschaft der Zuversicht, heute und künftig weitere Mauern einreißen zu können. Mauern der Diktatur, der Gewalt, der Ideologien, der Feindschaften. Zu schön, um wahr zu sein? Ein Tagtraum, der wie eine Seifenblase zerplatzt? Nein, der Mauerfall hat uns gezeigt, Träume können wahr werden. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Mögen die Hürden auch noch so hoch sein. Diese Erfahrung wollen wir mit unseren Partnern in der Welt teilen. Und Berlins regierender Bürgermeister macht noch einmal klar, dass es nicht nur in seiner Stadt Opfer der Teilung gegeben habe. Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, wir verneigen uns vor den Opfern der Mauer und vor den vielen Menschen, die als Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in der DDR und allen Ländern des ehemaligen Ostblocks unermessliches Leid erfahren mussten. Es ist ein Tag des Erinnerns, bei dem vor allem die Bürger mit einbezogen werden sollen. Berliner und Besucher aus der ganzen Welt feiern gemeinsam jenen Tag, der Deutschland und die Welt veränderte.